Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Im letzten Video habe ich ja bereits angesprochen, dass China plant, Cases komplett zu verbieten. Jetzt haben dann bereits auch im letzten Stream einige gefragt, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Werden die Preise fallen, steigen? Werden wir irgendwelche Probleme bekommen? Ziehen weitere Länder weiter? Was passiert hier? Und genau darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Let's go! Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Alarm! Also zuallererst sei gesagt, dass man noch gar nicht weiß, ob und wie China die ganze Sache dann umsetzen wird, ganz am Ende. Es könnte sein, dass sie es zum Beispiel so wie in Frankreich damals machen, dass du eine X-Ray-Kiste hast, also du siehst halt, was drin ist, bevor du die Kiste öffnest. Man konnte damals diese P250 X-Ray aus der X-Ray-Kiste ziehen, die hat glaube ich 1,99 gekostet und du wusstest, dass diese Waffe dann eben drin ist, wenn du die Kiste aufmachst. Vielleicht gehen sie in diese Richtung und bauen das weiter aus, möglicherweise machen sie auch irgendwelche Exceptions, dass sie dann das ab einem gewissen Alter zulassen und man sich in China halt anders verifizieren muss. Oder, na klar, sie verbieten es einfach komplett. Aber was passiert dann mit dem Markt? Eine Sache ist jetzt ja bereits passiert und zwar kann man bei BAF keine Cases mehr kaufen. Das hatte ich euch im letzten Video auch schon kurz eingeblendet. Die Kistenverkäufe sind dort wie gesagt eingestellt. Wenn man jetzt bei BAF selbst nachfragt als User, wo man die Kisten denn jetzt verkaufen soll, sagen die, geh einfach auf den Steam-Markt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt die kommenden paar Tage und Wochen sehr viele Kisten, die eigentlich über BAF verkauft werden würden, auf dem Steam-Markt sehen. Dadurch könnten natürlich Kistenpreise so generell erstmal fallen. Da sicherlich nicht ins Bodenlose, aber es ist nun mal dann plötzlich ein gewisser Restock da, der dann erstmal wieder verkauft oder verteilt werden muss unter den Usern. Wenn die Kisten komplett verboten werden sollten, dann ist ja auch das Öffnen dieser logischerweise auch damit einhergehend verboten. Das heißt, die ganzen User aus China werden dann nicht mehr zu diesen Kistenöffnungen beitragen. Ich habe die Statistiken dazu jetzt nicht genau im Kopf, aber es gab viele Millionen Kistenöffnungen pro Monat und natürlich fallen jetzt halt die ganzen chinesischen User raus. Die öffnen jetzt halt dann keine Kisten, schwemmen also auch keine neuen Skins mehr in den Markt rein, weil sie ja halt keine Kisten mehr öffnen können. In Theorie sollten dann dadurch also weniger neue Skins dazukommen oder zumindest in derselben Zeit nicht mehr so viele geöffnete frische Skins dazukommen wie davor und das könnte die Preise ja dann wieder etwas ansteigen lassen, weil halt weniger da ist, weniger Stock, also weniger auf Lager. Gleichzeitig sollte sich an der Nachfrage nicht so arg viel verändern, wobei man natürlich nicht weiß, wie sich die Sache dann auswirkt auf die User in China, aber kaufen und verkaufen müsste in Theorie ja noch möglich sein, also somit Trading in China ja, nur Cases nein. Es gibt einige, die sich diesbezüglich große Sorgen machen, weil sie mitunter sehr viel Geld in Counter-Strike liegen haben und sich jetzt fragen, was soll ich machen? Soll ich jetzt verkaufen, bevor das alles startet? Soll ich einfach warten? Was ist? Mein Rat wäre wie folgt. Wenn es nicht dringend ist, also dass man dringend Geld braucht, dann würde ich bei allem erstmal abwarten und gucken, was passiert. Denn in der Vergangenheit gab es schon viele mitunter sehr ernstzunehmende Dinge, die Counter-Strike oder vielmehr Steam getroffen haben, wie zum Beispiel einige mitunter echt schwerwiegende Klagen, die den gesamten Steam-Markt betroffen haben. Und bei diesen Dingen sind die Preise natürlich mitunter gefallen, weil die Leute auf einmal Panikverkäufe machen, aber danach auch wieder angestiegen. Also bis jetzt gab es nichts, was wirklich große Probleme gemacht hat. Und sie haben neben ein paar kleineren Klagen, die lächerlich waren, also von Privatleuten, die halt gesagt haben, hey, ich habe alles irgendwie vergambelt und ihr seid schuld oder mein Kind hat meine Kreditkarte genommen und sich damit Skins gekauft. Steam, na. Sowas ist für Steam natürlich hauptsächlich eine Kleinigkeit. Aber es gab zum Beispiel auch schon die offizielle, ich glaube von Washington, die Gambling Association oder was von Washington hat gesagt, so, ihr müsst die Skins jetzt sofort löschen, also tatsächlich entfernen, weil ihr damit halt Gambling unterstützt und dieses und jenes. Das kam auch schon auf Steam zu. Da hieß es dann sogar, dass die Mitarbeiter von den Volvinis, von Valve, dass sie in den Knast müssen, wenn das nicht bis Tag X ja, weg ist. Steam hat da eine richtige Deadline gesetzt bekommen von einer offiziellen, sehr großen Stelle und ihre Reaktion war damals eigentlich nur ein großer Mittelfinger. Also sie haben sich bis zu der Deadline überhaupt nicht gemeldet und danach dann gesagt, was wollt ihr überhaupt? Und dann kam nichts mehr zurück. Aber kommen wir zurück zu dem Thema Sorge, Angst um Skins, Wertverfall, bla bla bla. Wenn du speziell in Kisten investiert hast und Zeit hast, dann würde ich einfach warten. Wenn es jetzt dringend sein muss, du willst jetzt dringend Geld haben, dann würde ich alleine schon wegen der Dringlichkeit jetzt die Kisten verkaufen. Aber auch, weil wenn die ganzen chinesischen Kisten kommen, dann werden die Preise der Cases im Speziellen sicherlich ein bisschen fallen. Also jetzt kriegt man da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als später. Aber wenn ihr noch Zeit habt, dann würde ich lieber warten. Man merkt aktuell, wie sehr Steam reinballert in Counter-Strike, auch wie sie zum Beispiel das Cheater-Problem angehen, aber auch andere Probleme. Und die Bewertung, die allgemeine Auffassung von Counter-Strike steigt im Moment wieder gut an. Und wenn man dann noch an eine neue Operation denkt und vielen Zusatzcontent, wir sind jetzt erst am Anfang von CS2 und das Potenzial ist riesig. Und wir sind, wie gesagt, jetzt erst am Start. Das Ganze wird natürlich noch größer und ich denke, dass dann logischerweise auch die Preise wieder gut ansteigen werden. Also wenn ihr Zeit habt, wartet ab.
Wenn ihr keine Zeit habt, dann verkauft. An der Stelle möchte ich aber auch noch einen persönlichen Kommentar abgeben in Bezug zu Geld in CS2 einlegen oder vielmehr darin anlegen in Skins. Ich würde nie jemandem dazu raten, in ein Spiel, auch nicht in Counter-Strike, irgendwie vor allem große Geldsummen anzulegen. Vielen ist bis heute noch nicht klar, dass die Skins, die ihr bei euch im Inventory liegen habt, dass die euch nicht gehören. Die gehören den Volvos. Das Einzige, was ihr besitzt in diesem Moment, also ich zum Beispiel besitze jetzt hier halt die Lizenz für diesen Skin. Ich habe die Lizenz, genau diesen Skin, diese Anfertigung oder Ausfertigung bei mir im Inventar liegen zu haben. Aber diese Lizenz kann mir einfach entzogen werden. Zum Beispiel, wenn ich die Steam-TOS nicht berücksichtige und dagegen zum Beispiel verstoße. Das eben Gesagte mit den Lizenzen steht übrigens nicht in der TOS, sondern im Steam-Subscriber-Agreement, das ihr auch jedes Mal bestätigt, wenn ihr im Markt irgendwie was rumkauft und so weiter. Und diese Skin-Lizenz, die ihr eben habt, kann euch Steam auch einfach wieder abnehmen, wenn ihr zum Beispiel gegen die TOS verstoßt. Und ich kann jetzt hier mit extrem hoher Sicherheit sagen, dass so gut wie jeder Einzelne, der hier gerade zuschaut und zuhört, mich eingeschlossen, bereits einmal gegen die TOS verstoßen hat. Und zwar, indem man Skins extern, auf irgendeiner externen Seite, gegambelt, verkauft oder getradet hat. Das ist zum Beispiel Steam TOS-mäßig gar nicht erlaubt. Das bedeutet, dass Steam uns jederzeit rechtlich belegt den Steam-Account sperren kann und dadurch kann man dann nichts mehr traden und die Skins sind dann praktisch wertlos. Natürlich weiß Steam, dass wir das alle machen und macht aber auch nichts deswegen. Es ist wie so eine Grauzone, weil Steam sich auch wiederum im Klaren darüber ist, dass diese ganzen externen Seiten, Gambling, Trading, Verkaufing, dass diese Dinge die Skins ja überhaupt erst so groß gemacht haben und darum ja auch Counter-Strike so beliebt ist. Und natürlich sind sie da nicht großartig dahinter, aber das ist auch noch ein Punkt, der einem halt irgendwann in den Arsch beißen könnte. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Anfangspunkt. Darum und auch aus einigen anderen Gründen würde ich nicht viel Geld in Counter-Strike anlegen. Ich meine, klar, wenn du sagst, hey, das ist eh Wegwerfgeld, ob ich es jetzt in Skins anlege, die dann crashen, oder in eine Aktie anlege, die dann crasht, oder halt in irgendwelche Bitcoins oder was. Natürlich, jedem ist es selbst überlassen und ihr könnt mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Aber ich denke, rein prozentual gibt es eben Dinge, die sicherer sind oder etwas besser wohl laufen. Wobei besser laufen dahingestellt ist. Man kann extrem viel Gewinn mit Skins machen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wie sicher die Anlage in Skins im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten ist, da würde ich halt sagen, dass das jetzt, wenn man es jetzt direkt mit irgendwelchen Krypto-Geschichten vergleicht, kommt es wahrscheinlich auf ein Gleiches raus. Aber ja, es gibt eben auch andere Anlagemöglichkeiten, die deutlich sicherer sind als so ein Gekruschtel. Das ist aber, wie eben ja bereits erwähnt, meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte, weil ich natürlich auch oft gefragt werde in den Streams zum Beispiel, wie viel hast du angelegt in Counter-Strike? Was soll ich anlegen? Was soll ich mir zuerst kaufen? Und ich hocke dann immer da und denke, gar nichts. Gar nichts auf alle drei Fragen. Wenn man wirklich Geld anlegen möchte, würde ich persönlich als der Gefragte das woanders machen. Aber ich bin natürlich gleichzeitig froh, dass das hier alles so gut läuft. Und das läuft hauptsächlich, weil so viele Leute Geld in Skins anlegen. Immobilien sind zum Beispiel immer eine gute Sache. Und ja klar, jemand, der jetzt halt irgendwie mit 19 Jahren Geld anlegen will, 300 Euro, da kann man nicht großartig in Immobilien reingehen. Das ist mir schon klar. Aber auch da gibt es mittlerweile echt gute Sparpläne von Anbieter XY, in die man auch mal reinschauen könnte. Ja, das war ein kleiner finanztechnisch angehauchter Beitrag von mir zu der ganzen Geschichte. Also von mir wie immer die Devise, cool bleiben. Das ist so mein Standardding, einfach cool bleiben. Unnötig verrückt machen hat noch nie geholfen. Sich aber damit auseinanderzusetzen, natürlich schon. Natürlich müssen Vorzeichen erkannt werden und dann muss man da auch dementsprechend reagieren. Aber ich nehme an, ihr wisst, was ich meine. Da es jetzt noch so ungewiss ist, würde ich einfach mal abwarten. Gut, dann machen wir die ganze Sache jetzt wie folgt. Erstens, Giveaway. Und da habe ich sogar was Passendes zum heutigen Thema gefunden. Heute gibt es für euch eine 2020er Contenders Stickerkapsel. Also diese Kapsel, die man dann übrigens kostenlos aufmachen kann, wenn man sie erhalten hat, ihr braucht dafür keinen Schlüssel oder sowas, kann man heute im Giveaway gewinnen. Um hierbei mitmachen zu können, schreibt ihr einfach Folgendes in die Kommentare. Und zwar habt ihr aktuell Geld in CS2 investiert, auf irgendeine Art und Weise. Ja oder nein, gerne kann man da auch ausführlicher werden, was genau oder wie viel und so weiter und so fort. Und dann lösen wir noch geschwind ein Giveaway auf. Und zwar gab es eine StatTrak Tech 9 Bamboozle für euch zu snacken am 1.5. in dem Video. Und hier hatte ich was ganz Besonderes vorbereitet. Man sollte einfach an eine falsche Stelle in eurem Satz einen Punkt setzen. Mal gucken, ob das geklappt hat. Hier ist schon alles ready. Ich habe auch schon die schwere Rechnung gemacht. Vielen lieben Dank für... Oh, du Scheiße! 340 Kommentare! Ich glaube, das ist das All-Time-High, oder? Hatten wir mal mehr? Wir hatten, glaube ich, schon mal 300 knapp. So 305 oder so. Aber 340? Bis vor ein paar Monaten hatte ich bei wirklich gut laufenden Videos 40
Kommentare. Mit Giveaway wohlgemerkt. Das war damals schon so aufgebaut. Also mit schreib was in die Kommentare und sowas. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. Wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee. Weil ich ja nicht mehr alle beantworten kann, lese ich einfach immer die aktuellsten drei, die ich bei mir in Analytics stehen habe, im Handy vor, wenn ich hier die ganze Geschichte mache. Hier haben wir einmal von The Eternal 86, wusste ich nicht, und dann so ein Emoji. Des Weiteren Julian Eder wahrscheinlich. Ich hoffe, das neue Cache bekommt nur einen visuellen Overhaul und kein komplettes Redesign auf den Spots und im Spawn-Bereich. Auf den alten Versionen gab es jede Menge starke Boost-Spots, wo Spieler selbst in den aussichtslosesten Eco-Rounds Waffen und Kill-Rewards sammeln konnten und somit ein Comeback einleiten konnten. Ein sehr, sehr schöner Kommentar. Soll ich jetzt hier... Guck mal, wisst ihr was? Ja, ich... Soll ich auch liken? Wenn ich auf Like drücke, dann sehe ich den Kommentar nicht mehr bei mir, wenn ich in meinen Kommentarfeed gehe. Also ich kann dann darauf auch nicht mehr antworten. Aber jetzt am Handy zu antworten, ist mega abfuckend. Deswegen würde ich maximal auf Like drücken, aber dann ist der halt weg. Dann kann ich da keine Antwort mehr drauf schreiben. Und zu guter Letzt hier noch von Luca. Ich habe Wind bekommen und sammle Bubble Dollar. Nice. Da ging es um das Knife-Giveaway. Da habe ich gefragt, ob man vom Knife-Giveaway schon mitbekommen hat. Gibt's auf Twitch übrigens. Rein mit euch. Huntsman Knife Blue Steel. So, dann ziehen wir mal den Gewinner. Ich muss hier wieder ein bisschen weg, dass ich den Gewinner nicht verdecke. Und es ist Michat. Ist schon traurig, dass sich 13-Jährige freuen, wenn sie cheaten in CS. Sehr schön gesetzter Punkt, so war das auch erfragt. Du hast somit gewonnen, Micha. Melde dich bitte hier unter diesem Video und gib mir Bescheid, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deinen Trade-Link hier in deine Kanalinfo ein. Und ich sage hier direkt nochmal bitte den Trade-Link. Jemand anderes hat mir den Link zu den Profileinstellungen geschickt von sich selbst, in denen man wiederum den Trade-Link sieht. Aber das sehe ich ja nicht. Wenn ich den Link benutze, komme ich auch nur wieder auf meine eigenen Einstellungen. Mach das bitte direkt richtig. Ich habe dem Kollegen aber auch schon geschrieben, dass er mir bitte den richtigen Trade-Link schicken soll. Ja, und das wäre es dann soweit gewesen. Ich gehe jetzt gleich wieder in den Stream. Denk dran. Bing bong, meine Damen und Herren. Und ja, vielen, vielen Dank natürlich hier wieder fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist einfach der absolute Hammer. Danke natürlich auch für die Likes. Und ja, wir sehen uns dann jetzt gleich live im Stream. Da kann ich eure Kommentare oder vielmehr den Chat live mitlesen. So, dann bis gleich. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.